Peace, Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute spielen wir mal Minecraft, das allererste Video, also ich lade das erste Mal Minecraft hoch, Leute. Und zwar habe ich mir gedacht, Roblox ist ja schön, dies, das und es gefällt euch, aber ich habe gedacht, wir probieren mal was Neues aus und zwar Minecraft, weil Minecraft ist ein krasses Spiel und das spielen auch wirklich sehr viele Leute und es ist schon lange draußen, aber es ist einfach immer noch im Hype. Und da habe ich gedacht, komm Leute, es gibt bestimmt so richtig so Leute, die Minecraft richtig geil finden und auch gerne sich von anderen Leuten die Videos anschauen. Da habe ich gedacht, komm, machen wir mal ein Video von Minecraft. Mal gucken, wie das Ganze dann ist. Ja, auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, es klappt in diesem Video, weil ich habe nämlich probiert schon die ganze Zeit, ja, seitdem das letzte Video rausgekommen ist, habe ich die ganze Zeit rumgeguckt und rumgeforscht, würde ich mal sagen, oder so, weil meine Videos, das hat sich so komisch angehört, das hat man zweimal immer wieder gehört und das war so schlimm, das geht einfach nicht. Und um euch das natürlich besser zu machen, habe ich da mal nachgeguckt und tatsächlich habe ich es geschafft, rauszufinden, woran das liegt. Ich habe da ein Video aufgenommen, habe gehört und es hat tatsächlich funktioniert. Also will ich hoffen, dass es auch in diesem Video funktioniert und dass ihr das dann auch nicht doppelt hört. Das wäre nämlich wirklich, wirklich geil. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt Minecraft und mal gucken, wie es für euch so rüberkommt, Minecraft-Videos. Also ich gucke gerne Minecraft-Videos auch, weil es einfach nur geil und Spaß, es macht einfach Spaß, würde ich mal sagen, von anderen Leuten zu gucken, wie die spielen würden in Minecraft und wie die sich aufbauen, ist auch ganz lustig eigentlich. Das nächste Video wird dann so sein, dass ich dann eine neue Map anfange und dann halt euch zeige, wie ich mich dann aufbaue überhaupt. Ja, es ist wirklich sehr interessant. Also ich finde es geil, wenn man so anguckt, wie die anderen Leute sich aufbauen. So, was mache ich hier eigentlich? Ja. Tja, was gibt's noch zu sagen? Also eigentlich nicht viel. Ich habe euch erklärt, warum im Moment keine Videos kamen. Weil ich das Ganze fixen wollte, weil es einfach schrecklich war. Und ja, das ist auch besser für euch, denke ich mal, weil das halt komplett auf den Keks geht. Wenn dann die ganze Zeit diese, also wenn man es die ganze Zeit zweimal hört. Vielleicht habt ihr es auch gar nicht mitbekommen, aber man kann sich die Videos dann nochmal angucken und dann weiß man, worum es überhaupt jetzt gerade geht. Ist sehr komisch gewesen. So, zack. So, das ist doch perfekt, würde ich mal sagen. So, das da muss ich mich noch pflanzen. So, warte mal, was mache ich hier eigentlich? Ich vergesse das immer wieder. Ich muss es erst am Crafting Table machen. So, zack. Wie findet ihr eigentlich das Ganze hier? Also, ich habe das extra so zugebaut und mit Lichtern, also mit Fackeln hier überall, damit die Zombies hier sich nicht irgendwie hin teleportieren nachts irgendwie in mein Dorf rein, damit es hier extra schön belichtet ist. So, warte mal, das müssen wir. Ja, ich mach's einfach so hier. Zack, zack, geht schneller. So, ja, es gibt hier eigentlich zu zeigen. Also das ist halt mein Haus, habt ihr jetzt schon mehrmals gerade gesehen. Meine Betten, hier gibt's halt meine allen möglichen Sachen wie Diamanten, Goldbarren, Kartoffeln, Eimer. Die Eimer habe ich zumindest gebraucht für eine Sache. Und zwar für das Wasser. Das habe ich dort reingefüllt, damit es auch schneller wächst. Dann eine Axt, Essen, dies, das, dann für ein Pferd, Eisen, Dingsbums, da Rüstung. Dann hier ein Goldhelm, da eine Goldspitzhacke, da Fackeln und so weiter. Ja, und dann hier hinten geht es nämlich noch runter. Das habe ich extra noch dazu gebaut. Ja, auf jeden Fall ein Lager, weil ich brauche ja auch ein Lager. Und da oben war es mir halt zu klein. Dann habe ich gedacht, buddel ich mich mal hier runter
Und baue mir hier so einen kleinen Keller, Lager, wie man es auch immer nennen will. Und ja, hier drin ist jetzt das ganze Holz. Da drinnen kommt dann auch noch Holz rein, wenn das da dann voll ist. Hier drinnen ist Stein, da kommt dann auch Stein rein. Und hier ist Erde drinnen, falls man Erde braucht. Hier kommt dann noch Erde rein. Da weiß ich noch nicht, was reinkommt. Hier ist noch nichts, da ist noch nichts, da ist noch da nichts. Also der da, der da, der da. Die sind alle besetzt im Moment. Ja, also weiß ich schon mal, was da drinnen ist. Hier gibt es halt noch verschiedene Sachen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass man bei einem noch Essen reinmacht und bei den anderen, keine Ahnung, vielleicht Werkzeuge, aber es ist, keine Ahnung, unnötig, würde ich jetzt sagen. Ja, warum habe ich hier eigentlich noch Essen drin, ne? Wusste ich gar nicht. Perfekt. So. Und dann kann ich eigentlich für Anfänger kann ich eigentlich schon mal ein paar Sachen sagen, was die wichtigsten Sachen sind eigentlich für dieses Spiel. Also würde ich jetzt sagen, ist das Wichtigste, weil mir das ziemlich auf den Keks immer gegangen ist, wo ich diesen Trick noch nicht kannte. Das heißt, und zwar, wenn ihr was reinmachen wollt, hier zum Beispiel, da macht ihr ja immer den hier, zack. Und zack und zack und zack. Wisst ihr, wie ich meine? Und das Ganze müsst ihr gar nicht. Das Ganze geht ganz einfach. Und zwar, ihr müsst einfach nur Shift drücken. Also halten, Shift halten. Und dann drückt ihr einfach auf das beliebige Item drauf, was ihr gerne hier rein machen wollt. Das heißt, zack, 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 zack. Das klappt ganz schnell. Und es ist viel einfacher, als man jetzt, dass er hier einfach so reinmacht, weil das spart euch sehr viel Zeit. Vor allen Dingen, wenn ihr sehr langsam seid. Das heißt, wenn ihr nicht so zack, zack, hier ist das, sondern einfach den hier so, wisst ihr, einfach so langsam. Langsamer Spieler seid, würde ich jetzt mal sagen. Dann ist es auch sehr, sehr gut eigentlich, weil dann könnt ihr zack, drinnen, zack, wieder raus. Das ist ein Punkt. Dann, was gibt es noch für einen Punkt? Also für mich ist es sehr wichtig eigentlich, immer ein Dorf zu suchen. Als Anfänger ist es vor allen Dingen sehr wichtig eigentlich, wenn man sich noch nicht so gut auskennt. Wenn man jetzt aber kein Dorf findet und es schon dunkel wird, so wie gerade, dann gibt es da extra noch einen Trick. Aber erstmal gehe ich schlafen. So, guck mal, ich habe sogar einen Dorfbewohner bei mir schlafen. Ist auch mal ganz gut. So, dann legen wir direkt wieder los. Das heißt, wenn ihr aber kein Dorf findet, dann sucht ihr euch einen Berg. Wenn ihr keinen Berg finden solltet, dann buddelt euch einfach runter und baut euch so ein kleines Viereck, so ein bisschen größer. Aber bevor ihr das Ganze gemacht habt, sucht ihr euch erstmal Schafe und baut Holz ab. Weil das Ganze braucht ihr nämlich für ein Bett. Ein Bett, 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 Bett. Warte, das findet man hier so schön, glaube ich. Wo ist es denn jetzt? Ach so, wir müssen an Crafting Table. Egal. Also auf jeden Fall müsst ihr, wenn ihr das habt, dann braucht ihr. Also, wie soll man das denn jetzt erklären? Ach, ich zeig's euch gleich. Auf jeden Fall, ihr braucht mindestens 3 Schafe. Die müsst ihr dann töten. So, also hier ist ein Schwein, das könnt ihr auch töten, weil ihr Fleisch braucht zum Essen. Also, ihr buddelt euch dann hier ein, oder es ist auch meistens immer der Fall, dass man hier irgendwo einen Eingang findet, so wie hier zum Beispiel jetzt. Da könnt ihr rüberschwimmen, kein Thema. Schwimmt ihr kurz hier rüber, dann könnt ihr hier. Was ist dann denn los? Okay, also ihr müsst darauf auch achten, aber dann könnt ihr euch einfach hier einbauen. Dann Bett hinstellen, dann hier einen Ofen, dann da ein Crafting Table, dann eine Truhe. Und ja, das ist schon mal die einfachste Methode, die eigentlich für Anfänger gut geeignet ist, weil man braucht immer viel Holz und wenn man dann ein Haus zusammengebaut hat und viele, keine Ahnung, finden dann auch keine richtigen Bäume und dies und das und dann ist es auch sehr wichtig. Wenn ihr dann einfach euch hier einbuddelt, das ist jetzt einfach ein Notfall oder einfach für Leute, die sich noch nicht gut auskennen, die können sich dann einfach mal dort einbauen. Und
sollte es der Fall sein, dass zum Beispiel ihr keine gute Reichweite habt, also das heißt, ihr seht da ganz hinten ja nichts mehr. So. Ich sehe ja schon weit, wie man sieht. Ich habe es ja auch hochgestellt. Dann würde ich euch empfehlen, am besten irgendwie eine Markierung zu machen. Dann könnt ihr da irgendwie, da, also dann wisst ihr zumindest immer, wo ihr lang gegangen seid und dann findet ihr auch wieder zurück. Ja. Auf jeden Fall, wo sind wir stehen geblieben? Ich musste nämlich kurz was machen. Auf jeden Fall, wenn ihr halt die Reichweite nicht habt, dann sucht euch am besten irgendwie was, zum Beispiel, keine Ahnung, ihr könnt einfach sowas abbauen, da platziert ihr euch das einfach, am besten macht ihr dann einfach so, ihr, warte, so, ihr nehmt euch einfach zwei Erdblöcke, platziert die dann übereinander, weil sowas, wo seht ihr das in Minecraft, dass es so jemand dasteht? Das heißt, weil wenn da jetzt ein Block stehen würde, dann könnte es möglich sein, aber auch sehr schwierig, sowas mal in Minecraft zu sehen, weil wenn, dann sieht es immer so aus. Aber ja, auf jeden Fall irgendwie eine Markierung machen, wo ihr euch dran erinnert, wo ihr gewesen seid, weil ihr könnt euch sehr schnell verlaufen, wenn ihr euer Dorf oder euer Haus nicht mehr in Sicht habt, dann ist es sehr wichtig, auf jeden Fall. Dann, was gibt's noch Wichtiges? Also, auf jeden Fall als Anfänger ist es immer wichtig, Steine zu farmen. Steine braucht ihr immer für Steinspitzhacke, Steinaxt, Steinschwert oder dies und das. Das braucht ihr, wenn ihr in die Mine geht. Das heißt, wie das hier zum Beispiel. Darunter geht es bestimmt in eine Mine. In dieser Mine findet ihr Eisen, Gold, Diamant, viele Sachen. Auf jeden Fall Kohle, Diamant, Eisen und so weiter findet ihr da drinne. Eisen würde ich euch empfehlen, ist sehr wichtig mitzunehmen. Das heißt, das Eisen müsst ihr sogar mit Steinspitzhacke abbauen. Mit Holzspitzhacke geht das Ganze nämlich nicht. Ich kann euch das Ganze einmal kurz zeigen. GIF. J gebe ich einfach mal ein. Diamant Block. Wartet. Zack. Block. So. Eins. Hä? Es wurde kein Spieler gefunden. Ach so. Ja, dann muss man das Ganze einmal kurz richtig eingeben. So, das da. Dann machen wir Diamant. Dann Unterstrich Block. Machen wir das da. Dann haben wir ein Diamantblock. Ach, das ist schlecht. Nee, das ist eine schlechte Erklärung. Weil das da, ja, das geht nicht. Das geht nicht. Ja, auf jeden Fall, wie ihr seht, dieses Block verschwindet. So könnt ihr euch das Ganze vorstellen, weil ihr dann kein Erz bekommt. Das heißt, wenn ihr Gold, Diamant oder Eisen abbaut, dann mit einer Steinspitzhacke. Ansonsten verliert ihr das Ganze. Das heißt, ihr bekommt es nicht. Ja, ist sehr wichtig. Dann immer einen Unterschlupf suchen. Immer in ein geschlossenes Gebäude. Immer irgendwas einlagern, immer da drinne irgendwas machen, keine Ahnung, weil es ist sehr wichtig in Überlebensmodus, wenn ihr mit Zombies spielt, dann ist das sehr wichtig. Wenn ihr friedlich spielt, dann ist kein Problem, ihr könnt draußen chillen, ihr könnt machen, was ihr wollt, das ist gar kein Thema, aber Überlebensmodus mit Zombies spielen sehr, 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 sehr viele und deswegen ist das Ganze auch sehr wichtig und ist ein guter Ratschlag von mir.
Ich bin sogar nicht der Einzige, der das schon gesagt hat. Also es gibt sehr viele YouTuber, die das gesagt haben. Außer ich. Ja, auf jeden Fall, Leute, dann würde ich sagen, das soll es erstmal mit meinem ersten Minecraft-Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Oder würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüssi.